Ja, diese Frage will ich mit beiden Frauen, die jetzt hier mit in die Runde gekommen sind, diskutieren. Sasa Zatata zugeschaltet aus Berlin und Monika Gründel ist hier im Studio. Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Hallo. Frau Gründel, jetzt heißt es ja immer, beispielsweise auch die Kritik von Sozialverbänden vom Bürgergeld kann keiner leben. Sie haben jetzt letzten Endes mit Ihrem Experiment, beginnend vom 1. Januar, muss man dazu sagen, bisher zumindest das Gegenteil bewiesen. Wie erklären Sie sich das? Man muss halt ganz klar haushalten. Also es funktioniert nicht gut, wenn man einfach nur drauf loskauft und sich einfach keine Limits setzt für bestimmte Teile, wie das Bürgergeld zusammengesetzt ist, zum Beispiel für Haushaltsgeräte etc., für Kleidung. Man muss halt wissen, okay, wie viel habe ich dafür zur Verfügung und wie viel kann ich ausgeben. Und da kommt es halt drauf an. Jetzt haben Sie, wir haben es ja den Beitrag gesehen, sogar 500 Euro über. Und was ich ganz spannend finde bei Ihrem Selbstversuch, Sie haben ja auch Kontakt über TikTok beispielsweise mit Menschen, die Bürgergeld bekommen, die im Niedriglohnsektor leben. Darüber reden wir gleich noch. Was sagen Sie denen? Wieso schaffen Sie das? Haben sogar noch 500 Euro über, andere aber nicht. Ja, also man muss natürlich auch schauen, was für Verhältnisse man hat und was ganz wichtig ist, man muss differenzieren, was ist Luxus, was ist kein Luxus, zum Beispiel ein Tier, auch wenn es vorher schon da war, muss man ganz klar sagen, ist einfach Luxus, weil es teuer ist. Hm. Hundefutter zum Beispiel ist teuer. Also was heißt das, übertragen, dass einige auf zu großem Fuß dann immer noch leben? Genau, also man muss sich halt anpassen können und klar, ich weiß natürlich, wenn man da reinrutscht, ist es schwer, wenn man vorher in anderen Verhältnissen gelebt hat, aber man muss halt irgendwie schauen, wie man das Beste aus der Situation macht, weil also Arbeitnehmer zum Beispiel haben oft auch nicht so viel und müssen auch gucken, wo sie bleiben. Das klingt so wie halt den Gürtel dann nochmal deutlicher, enger schnallen, gucken, welche Ausgaben kann man sparen. Sasa Zatata, Sie haben aufmerksam zugehört. Aus Ihrer Sicht, was meinen Sie, wo hinkt da jetzt auch speziell in Ihrem Fall der Vergleich? Ja, der Vergleich hinkt wirklich an sehr vielen Stellen. Also davon angefangen, dass mir bei Ausgaben ganz, ganz viele Punkte fehlen, von sämtlichen Drogerieartikeln, was ist mit Versicherungen und Steuern, die regelmäßig gezahlt werden müssen, Mitgliedsbeiträge für Vereine, für Kinder, was ist, wenn die Brille kaputt geht, der Kühlschrank kaputt geht, die Waschmaschine kaputt geht, wenn die Vorräte eben komplett alle aufgebraucht sind. Na, also dann stehen wir vor ganz anderen Problemen. Was ist mit Geburtstagen, kann ich, mit Weihnachten? Kann ich verstehen, kann ich absolut verstehen. Mit den Versicherungen, das kann ich erklären. Ich arbeite bei einer Versicherung und zahle dementsprechend weniger Beiträge als andere. Und selbst wenn ich diese Beiträge jetzt noch mit in den Bedarf reinrechnen würde, dann wäre ich noch günstiger bei weg als andere. Und auch Geburtstage, man weiß, wann zum Beispiel ein Kind Geburtstag hat. Ich weiß das ganze Jahr über, okay, mein Kind hat dann und dann Geburtstag und dann kann ich halt jeden Monat eventuell 5 bis 10 Euro zurücklegen, um dann halt, wenn der Geburtstag ansteht. Der kleine Punkt an dieser Stelle ist wirklich die Dauer. Natürlich, wenn ich jetzt das Bürgergeld nur für wenige Monate zur Überbrückung bekomme, dann komme ich damit auch super klar. Ich bin Weltmeisterin im Sparen. Also das ist nicht der Punkt. Sobald ich aber über eine Langfristigkeit spreche, und ich rede jetzt auch nicht nur von 6 Monaten oder vielleicht ein Jahr, was ich da mal überbrücken muss, sondern von Armutsbetroffenen und Sozialleistungsbeziehenden, die über Jahre und teilweise sogar ein ganzes Leben auf diese Regelsätze angewiesen sind und somit auch dann in der Zeit ganz, ganz andere Kosten haben, die nicht aufgeführt werden, die in dem Experiment nicht berücksichtigt werden. Na, und ich bin der Meinung, man muss wirklich diese Punkte knallhart berücksichtigen. Und wenn man so ein Experiment macht, das auf einen Monat runterbrechen und mit draufpacken, damit ich das wirklich realistisch vergleichen kann. Sie machen ja noch weiter, also mal mindestens bis Mai. Mindestens noch bis Mai und auch gerade mit kaputten Elektrogeräten oder so. Wir hatten zum Beispiel Ende 2020 waren wir Silvester einkaufen. Wir kamen nach Hause und uns ist der Kühlschrank an Silvester kaputt gegangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten auch nicht das Geld, um uns dann einen neuen zu kaufen. Wir haben bei Kleinanzeigen geschaut und dann gab es da ein Gerät zu verschenken. Das Gerät haben wir immer noch, weil es auch noch funktioniert von einer guten Marke. Mhm. Also man muss halt wirklich einfach schauen. Wir haben damals wirklich auch in absoluter Armut gelebt. Wir hatten kein Geld. Mein Mann und ich hatten das Geld, was sie jetzt da ausgerechnet hatten, hatten wir zur Verfügung und mussten davon unsere Miete zahlen. Also ich weiß halt auch, wie es ist, in Armut zu leben. Bevor wir das hier in der Runde noch erweitern, Frau Zatata, der Punkt, der hier so ein bisschen mitschwingt ist, und das bitte jetzt nicht als Vorwurf verstehen, sondern einfach nur als Punkt, den wir diskutieren wollen, da schwingt das Wort Verzicht mit. Also dass man bereit ist zu verzichten, dass man vielleicht nicht alles haben kann. Teilen Sie das? Weil Sie sagen, Sie sind Weltmeisterin im Sparen. Und sind Sie da für sich persönlich auch schon am Limit?
Ich bin da für uns definitiv am Limit. Also ich checke regelmäßig unsere Stromkosten, ich checke regelmäßig unsere Versicherungsverträge und alles, wo ich halt potenziell sparen kann. Ich sitze jedes Wochenende an den Einkäufen, habe sämtliche Coupons und Apps, die man nur irgendwie haben kann, organisiere da unsere Einkäufe. Jetzt kommt bei uns natürlich halt eben auch noch dazu, dass ich chronisch krank bin. Das ist ein nächster Punkt. Na, also es ist auch eine komplett andere Geschichte, wenn ich halt größtenteils zumindest nicht alltagseinschränkend gesund bin oder halt eben krank bin und da sowohl bei der Ernährung mehr Kosten habe, bei der Gesundheit haben wir extreme Mehrkosten im Gegensatz eben zu Familie Gründel. Na, all diese Punkte müssen halt eben auch berücksichtigt werden und müssen halt eben auch für so einen Vergleich letztlich Absolut, berücksichtigt werden. absolut, Frau Zatatawo. Und ich glaube, da gibt es auch hier in der Runde keinen Widerspruch. Ich möchte zunächst mal unsere Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause hier mit einbeziehen und mit der Frage, soll das Bürgergeld weiter angehoben werden? Das ist unsere Frage. Sie haben auch bei der Antwortmöglichkeit eben die Möglichkeit zu entscheiden, wie hoch diese Erhöhung sein soll, wenn Sie der Meinung sind. Und wir werden das dann gleich hier auch nochmal diskutieren. Und ich glaube, eine, die Frage auf jeden Fall mit Ja beantworten würde, ist Katja Kipping von den Linken. Sie fordern ja einen ganz konkreten Mehrbetrag, nämlich gleich mal 229 Euro on top. Warum? Damit stehe ich ja nicht alleine. Das geht ja zurück auf eine Berechnung. Und ich will noch mal sagen, wir reden hier nicht über eine Summe, die man einfach mal so im politischen Kontext auswürfeln kann, sondern es gibt ein Urteil des obersten Verfassungsgerichtes bei uns. Und das sagt, wir reden über das soziokulturelle Existenzminimum. Und das ist dem Grunde nach unverfügbar. Das muss jedem Menschen zustehen. Und dann gibt es eine Berechnung. Ich habe selber welche angestellt und der Paritätische Wohlfahrtsverband auch. Und das ist die Summe, die dazu als Ergebnis gekommen ist. Ich wollte gerne noch was zu dem Experiment sagen, weil Sie haben ja gesagt, für die Geburtstag kann man zurücklegen. Aber die Zahl dessen, für was man zurücklegen muss, das summiert sich halt. Also das Handy, mit dem Sie bei TikTok machen, dafür muss man laut Regelsatzberechnung jeden Monat 3,40 Euro zurücklegen. Sie brauchen jetzt noch keine Brille. Wenn man eine Brille braucht, gibt es dafür keinen Mehrbedarf, nur für die Reparatur der Brille, nicht für die Neuanschaffung. Also falls irgendwann mal das Augenlicht nachlässt, irgendwann kommt man in das Alter, muss man dafür Geld parat haben. Sie haben nach Weihnachten angefangen, ja? Für Weihnachten braucht man Geschenke, möchte vielleicht den Kindern ein Festtagsessen geben und vielleicht ein bisschen Weihnachtsschmuck reinholen. Jetzt haben wir noch nicht die Sommerferien, wo man entweder wenigstens eine Woche Campingurlaub den Kindern bieten möchte oder die Kinder jeden Tag ins Schwimmbad gehen. All das kostet fragen? Etwas und das ist jetzt in Ihrem Experiment nicht Aber was ist mit den Arbeitnehmern, die das Geld auch nicht haben? Also was ist mit denen? Weil es ist ganz oft so. Sie meinen den Niedriglohnsektor, ne? Genau. Ja, genau. Darüber reden wir gleich noch. Ich möchte... Genau. Ja, aber nein, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Frau Gründel. Frau Gründel, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber die Niedriglöhner haben doch nicht einen Euro mehr in der Tasche, wenn es Menschen wie Frau Zatata schlecht geht. Das Gegenteil ist der Fall. Wir wissen, je niedriger die Sozialleistungen sind, umso eher sind Menschen bereit, schlechte aber der Löhne Punkt, in Kauf den Frau zu Gründel nehmen. Anspricht, Frau Kipping, und ist, diesen Lohn, diesen Lohnabstand, da gibt es eine Möglichkeit, nämlich den gesetzlichen Mindestlohn anzuheben. Ja, aber da sind wir noch nicht. Den Punkt, den Frau Gründel gerade anspricht, ist, dass es sich für die Menschen so anfühlt, als dass es sich eben in diesem Niedriglohnsektor eben nicht lohnt zu arbeiten, genau. Wenn sozusagen auf der anderen Seite das Geld so sowieso kommt. Carsten Lindemann, und in ja, dem Fall ist es ja, eine aber Forderung. Sie spielen ja hier zwei Menschen gegeneinander aus. Also ist so eine Sauerei, das dass macht, Leute das hart macht die arbeiten Politik. Und am Ende nicht genügend das Geld macht haben. Das macht gerade die Politik, die Leute, das Volk ist sauer. Ich habe vor einigen Tagen ein Video gepostet bei TikTok, habe mit den Leuten kommuniziert, das Volk ist sauer. Die Leute schreiben alle, ich habe weniger Geld als jemand, der Leistung empfängt. Ich muss noch das zahlen, ich muss noch dieses zahlen, ich muss GEZ zahlen. Dieses ja, System funktioniert doch, so nicht mehr. Carsten Lindemann, wie reagieren Sie darauf? Ich meine, das sind Reaktionen von Menschen, mit denen Frau Gründel Kontakt hat. Was sagen Sie denen, wenn Sie mit denen in Kontakt kommen? Ja, ich muss Frau Gründel ausdrücklich recht geben. Das ist ja, einige Punkte wurden ja nicht angesprochen. Für Frau Zatata werden natürlich auch die Heizkosten übernommen, die GEZ-Gebühren für die Kinder, vieles mehr. Natürlich muss man sich ihren Fall ansehen. Wenn das wirklich mit der Krankheit zu tun hat, dann muss man sich das ansehen. Aber einfach pauschal zu sagen, wir erhöhen jetzt mal um mehr als 200 Euro, das geht nicht, weil wir auch eine Verantwortung den Leuten gegenüber haben, die diesen ganzen Sozialstaat finanzieren und jeden Morgen aufstehen und schuften gehen. Also das heißt... Aber das heißt, Frau Zatata, weil Sie hatten gerade schon, ja, wir nehmen Sie auch direkt wieder mit rein aus Berlin, Frau Zatata, weil das ist ja eindeutig jetzt klar geworden, dass Härtefälle wie in Ihrem Fall, Sie sind gesundheitlich so eingeschränkt, dass es eben für Sie nicht möglich ist zu arbeiten. Wo gehen Sie hier mit bei dem, was Sie bisher gehört haben, und wo regt sich gerade Ihr Widerspruch? Also der erste Punkt ist, wir dürfen nicht Gefahr laufen, hier
die Ärmsten in der Gesellschaft gegeneinander auszuspielen. Wir müssten eigentlich alle dann dafür kämpfen, dass wir keinen Niedriglohnsektor mehr haben, sondern dass die Menschen anständig bezahlt werden und nicht die Sozialleistungen gekürzt werden. Das ist schon mal der erste Punkt. Der nächste Punkt ist, ich bin kein Einzelfall. Ich vertrete hier Millionen Menschen im Leistungsbezug. Wir dürfen nicht vergessen, dass ein Großteil der Leistungsbeziehenden sind eben chronisch Kranke, sind Armutsrentnerinnen, die aufstocken müssen. Der Regelsatz im Bürgergeld ist genau derselbe in der Sozialhilfe und in der Grundsicherung. Ein Armutsrentner und ein chronisch Kranker kriegt nicht mehr. Der kriegt genau auch diesen Regelsatz und muss letztlich davon leben, ob das ein Leben lang ist oder nicht. Pflegende Angehörige, Alleinerziehende, Aufstockerinnen eben auch, die logischerweise auch davon betroffen sind. Also wir sprechen von Millionen Menschen, die davon betroffen sind. Ich bin kein Einzelfall. Ich sitze hier für ganz, ganz viele Menschen in diesem Land, die betroffen sind und die im Moment jeden Monat ab Mitte des Monats am Verzweifeln sind, wie es weitergehen soll. Ja, Sie haben recht Punkt, bei den Menschen, die wenig verdienen und wo die Löhne möglicherweise deutlich erhöht werden. Aber wir reden jetzt über eine Leistung, nämlich das Bürgergeld, Lisa Ortges, wo der Staat das bezahlt, Lebenshaltungskosten, Miete, also wo jetzt nochmal draufgelegt worden ist bei der Reform Anfang des Jahres. Man könnte sagen, es klingt manchmal so vielleicht sogar wie eine Vollkaskoversicherung. Ist das das richtige Signal, wenn man die Menschen wieder in Arbeit bringen kann, aus Ihrer Sicht? Also Vollkaskoversicherung kann ich da jetzt nicht erkennen. Das hat ja ein Inflationsausgleich stattgefunden. Mehr oder weniger, was sind es, 50 Euro mehr? Das ist ja mehr eine semantische Umbenennung jetzt, ne? Also, dass wir jetzt Bürgergeld haben statt Hartz IV. Was eine glückliche Umbenennung? Die Unterschiede sind ja nicht da. Also es wird jetzt irgendwie nochmal Echauffage betrieben und das Ganze nochmal neu diskutiert, als hätten wir das nicht schon 15.000 Mal gemacht über diese Sätze. Und ich finde es wirklich auch schwierig, dass jetzt hier stellvertretend diese beiden Frauen sozusagen in die Konfrontation gebracht werden, weil das auch gesamtgesellschaftlich passiert und weil vielleicht, das vielleicht eine Erosion auch zur Folge hat, was diese ganze Gesellschaft angeht. Und ich halte es eigentlich auch für einen Skandal, dass man mit Arbeit nicht so viel verdienen kann, dass man sich weit oberhalb des Existenzminimums bewegt. Und zu dem Fall, ich finde das ja interessant, was Sie machen, aber ich glaube auch, wenn Sie Erfahrungen haben mit einem anderen Lebensstil oder mit einer anderen Situation, sind Sie doch jetzt gefestigt und man weiß, ja, es ist keine Katastrophe, wenn die Waschmaschine kaputt geht. Hier sind so viele Unterschiede in der Biografie, im Werdegang, in der Situation jetzt, dass ich finde, der Vergleich hinkt, das geht einfach nicht. Und wir können uns dann verlieren in so kleinen Diskussionen darüber, ist dies nötig oder jenes möglich oder kann ich dafür, wie lange kann ich dafür ansparen? Aber das, was Sie jetzt gerade erleben, ist nichts im Vergleich zu der ständigen Anspannung, die man hat, was passiert, wenn jetzt irgendwas kaputt geht. Aber es ist ja Fakt, wenn Sie das beschreibt, dass Sie Reaktionen von Menschen bekommt, die Stand heute wenig verdienen, die zum Teil dann weniger haben. Sie haben es eingangs auch schon gesagt, sobald man nur einen Euro über der Grenze ist, dann bekommt man Zuschüsse nicht. Genau, dann kriegt man keine Zuschüsse. Genau. Herr Limnan, und da ist doch dann exakt der Punkt, wo man sagen muss, läuft man hier Gefahr, dass sich Arbeit nicht mehr lohnt? Die Gefahr läuft man trotzdem. Sie haben natürlich recht, wir dürfen die Gruppen nicht ausspielen. Es gibt zum Beispiel 1,8 Millionen Erwerbsgeminderte in Deutschland, die wollen gerne arbeiten, können aber nicht. Die brauchen unsere volle Unterstützung. Trotzdem, und deswegen Frau Zatata, ich meine das überhaupt nicht böse und ich gönne auch jedem seinen oder ihren Urlaub, aber ich habe eben in der Maske einfach mal kurz geschaut, Sie sind ja auch in den sozialen Medien unterwegs und waren dann im Sommer, gönne ich Ihnen in Südfrankreich, in Griechenland, jetzt waren Sie vor kurzem in Rom, Venedig, in Italien und posten Urlaubsbilder. Ich gönne Ihnen das, total. Herr Lindemann, ich möchte das kurz richtigstellen. Vielleicht gucken Sie da nochmal richtig und lesen auch richtig, das sind alte Erinnerungen aus alten Zeiten. Ich war halt bis 2018 selber noch Geschäftsführerin einer Fraktion und habe ein solides Einkommen gehabt, habe 18 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt. Ich habe ein Leben vor der Armut gehabt und dass wir letztes Jahr nochmal safe fahren mussten, hatte ganz andere Gründe. Gut. Das war eine Pflichtfahrt, weil wir den Pass meines Nationalpass meines Mannes organisieren mussten. Also da kommen wir zu einer ganz anderen Thematik. Gut, das hat nicht alles gut, aber bleiben wir nochmal bei dem Punkt, dass Sie das klargestellt haben und dass Sie das jetzt nochmal so deutlich angesprochen haben. Mola Adebisi, jetzt ist es aber tatsächlich so, dass wir an dem Punkt gerade diskutieren und an dem sind wir, lohnt sich Arbeit? Sie sind Freiberufler, also Sie, Freiberufler heißt selbst und ständig. Selbst ständig arbeiten, genau. Was ist so Ihr Eindruck? Ich meine, wir haben jetzt häufiger schon darüber gesprochen, was man auch in seinem Umfeld so wahrnimmt, dass sich Arbeiten tatsächlich in dem Niedriglohnsektor am Ende nicht mehr lohnt. Oder könnte man sagen, ja mein Gott, dann nehme ich gleich das Bürgergeld?
Oh, das ist sehr schwierig. Also ich als Selbstständiger, ich bin nun 50 Jahre alt, ich mache das jetzt seit 30 Jahren und muss dafür sorgen, dass irgendwie Essen im Kühlschrank kommt. Mein Verständnis dafür ist immer, ich musste immer was dafür tun, um Geld auf meinem Konto zu haben und um irgendwie meinen Lebenswandel zu bestreiten. Menschen, die jetzt vielleicht krank sind oder nicht in der Lage sind, da habe ich da vollstes Verständnis dafür. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, ist es ein systemimmanentes Problem, dass Arbeit muss belohnt werden. Es kann nicht sein, dass Menschen 8 Stunden pro Tag arbeiten gehen und am Ende so wenig Geld haben, dass sie im Grunde genommen zu Hause bleiben könnten und dann einfach das Bürgergeld kassieren und dann nichts tun. Das ist ein Systemproblem. Schwingt das Stand heute, Frau Kipping, weil das System im Moment noch so ist, wie es ist, nicht das Problem mit, Stichwort soziale Hängematte und das mal ganz vorsichtig in Anführungszeichen gesetzt, dass Menschen das ausnutzen können, weil sie eben sagen, wenn es schon so niedrige Löhne gibt, dann brauche ich wirklich gar nicht mehr arbeiten gehen, dann kann ich auch die Füße hochlegen. Aber das Problem sind doch die niedrigen Löhne. Ja, eben. Also ich verstehe allen Frust über niedrige Löhne. Aber zu glauben, dass es einem selber auch nur irgendwie besser geht oder man den eigenen Kindern mehr bieten kann, wenn es anderen noch schlechter geht, ist wirklich ein Irrglaube. Und ich weiß, dass unsere Gesellschaft so funktioniert, diejenigen, die wenig haben, in Stellung zu bringen gegen diejenigen, die noch weniger haben, damit man nicht die Fragen stellt, woher eigentlich mehr Geld kommen sollte. So funktioniert nun mal diese Wirtschaftsweise. Aber genau das ist das Problem. Und und weil Sie ja gesagt haben, den Unmut, den die Leute haben, ja, der ist ja total berechtigt. Aber man könnte fragen, es gibt so einen schönen Song, ey Boss, ich brauche mehr Geld, warum kriegen die Menschen nicht mehr Geld? Und im Übrigen, niemand sozusagen müsste weniger haben, sondern ganz im Gegenteil, sie hätten ja dann Anspruch auf Wohngeld, Kinderzuschlag etc. Wäre das denn nicht, ich meine, sinnvoll, wenn man das dann so machen würde, dass man differenzieren würde, dass man bei Leuten, die unverschuldet da reinrutschen, einfach auch keine Sanktionen verhängt oder sonstiges, aber dann bei Leuten, die, ich sag mal, jetzt seit 10 Jahren in einem Leistungsbezug hängen, dass man da einfach mal guckt, können die nicht oder wollen die nicht und dass man da vielleicht mal andere Maßnahmen ergreift. Wird sowas erfasst, Herr Linnemann? Weil ich meine, das ist ja durchaus ein berechtigter Punkt. Ist natürlich schwierig, sowas zu erfassen, aber ich bekomme schon verstärkt von Unternehmern zu hören, dass natürlich oft gefragt wird, kann ich bei Ihnen auch schwarz arbeiten? Das ist so, habe ich gestern Abend erst noch auch Dokumente bekommen. Und das zeigt ja, dass es interessant ist, Bürgergeld zu bekommen und nebenbei auch schwarz zu arbeiten. Aber ich kann denen ja gar keinen Vorwurf machen. Aber das wird ja wahrscheinlich genauso sein. CDU-Vorsitzender Friedrich Merz erfordert einen Mentalitätswechsel in einem Gastfahrwerk. Also Mut und Fleiß sollen wieder mehr belohnt werden. Genau. Also da setzt man ja auch so ein bisschen auf die Eigeninitiative. Genau, deswegen würde ich es genauso machen, wie Frau Gundel es sagt, dass ich sage, diejenigen, die Unterstützung brauchen, und da sind sehr, sehr viele, die können einfach nicht arbeiten, weil sie krank sind, seelisch, körperlich, unterstützen. Aber es gibt auch einige, die können arbeiten. Und da finde ich, Sie sagen jetzt einige, aber erfasst sind die nicht. Ne? Erfasst sind die nicht, aber ich finde, die müssen auch arbeiten und müssen auch einen Job annehmen. Überall, wir haben nicht 6-7 Millionen Arbeitslose, sondern überall werden Jobs angeboten. Restaurants machen zum Teil zu, weil es keine Arbeitskräfte gibt. Also hier würde ich ganz klar sagen, wer Geld vom Staat bekommt, hat auch eine Bringschuld und muss auch arbeiten gehen. Willkommen zurück bei Stern TV am Sonntag. Wir reden über das Thema Bürgergeld und die Frage, soll das Bürgergeld erhöht werden? Und wir haben Sie zu Hause gefragt. Das Thema kocht hoch und emotionalisiert. Ich lese mal ein paar Kommentare vor. Eine Zuschauerin, die schreibt per Mail, wie kann man noch mehr fordern? Ich würde mich schämen. Ich gehöre zu vielen Geringverdienern und wir müssen das Bürgergeld finanzieren. Ari Jesses schreibt über Instagram, Herr Linnemann versucht die Armen gegen die noch Ärmeren auszuspielen. Das Problem ist doch, dass im Niedriglohnsektor ein Stundenlohn gezahlt wird, der schon lange nicht mehr passt und nicht, dass das Bürgergeld zu hoch ist. Und Erika Fischer, die schreibt uns, wir werden bald viele Bezieher haben. Wer geht schon Vollzeit arbeiten, wenn er fast das gleiche Geld fürs Zuhausebleiben bekommt? Und genau darüber haben wir ja schon vorhin in dieser Runde diskutiert, ob sich Arbeit überhaupt noch lohnt. Und wir wollten von Ihnen dann wissen, ob das Bürgergeld erhöht werden soll. Und Sie haben abgestimmt und so sieht das Ergebnis aus. Soll das Bürgergeld erhöht werden? Ja, sagen, und das blenden wir jetzt hoffentlich ein, 19%. Und die große Mehrheit, nämlich 81%, sagt nein, das Bürgergeld soll nicht erhöht werden.
Ich muss dazu sagen, das ist eine Stichprobe, es ist keine repräsentative Umfrage. Bei den 19% Ja waren es im Schnitt 209 Euro, die hier gefordert werden. Das geht in die Richtung von Katja Kipping, die ja auch sagt, 229 Euro, das müsste on top kommen für ein würdevolles Leben. Wir haben mit unter anderem Sasa Zatata auch darüber gesprochen, aus Berlin zugeschaltet, die das Bürgergeld bekommt. Sie ist gesundheitlich schwer angeschlagen, kann deswegen leider nicht mehr arbeiten, was sie viele, viele Jahre getan hat, Frau Zatata. Und Sie haben ja auch ganz deutlich gesagt, dass Sie aus dieser Situation selber gerne wieder herauskommen möchten. Was gibt Ihnen Hoffnung? Was ist Ihre Perspektive für die nächste Zeit? Ja, natürlich möchte ich aus dem Leistungsbezug rauskommen, weil es aus vielerlei Gründen einfach nicht schön ist, mal unabhängig von den nackten Zahlen. Ich bin eine eigenständige Frau und möchte das am liebsten auch immer sein. Meine Hoffnung ist, mein Mann macht hier aktuell einen Integrationskurs, der geht noch bis Ende des Jahres, ist aber auch gleichzeitig mein pflegender Angehöriger, das dürfen wir nicht vergessen. Da hoffe ich aber, dass er dann halt im nächsten Jahr auch dann in Teilzeit zumindest dann auch den Arbeitseinstieg hier in Deutschland findet. Und ich habe auch weiterhin die Hoffnung, dass in der Medizin doch noch was passiert, meine Krankheit ausgebremst werden kann und ich zumindest wieder ein paar Stunden erwerbsarbeiten kann und zu unserem Einkommen dazu beitragen kann und eben, dass wir nicht mehr als Familie von Sozialleistungen abhängig sind. Gar keine Frage. Frau Gründel, wenn Sie das hören, Sie machen das ja jetzt quasi als Selbstversuch, als Experiment. Sie sagen, Sie ziehen das noch bis Mai durch. Sind Sie ein Stück weit auch froh, dass Sie es dann auch für sich beenden können, um, ich sag's mal in Anführungszeichen, wieder in Ihr normales Leben zurückzukehren? Also ich denke mal, uns tut es auch ganz gut, einfach wieder einen anderen Bezug zum Geld zu bekommen, weil wir natürlich die letzten Jahre jetzt nicht mehr auf jeden Cent achten mussten und es für uns natürlich ein befreiendes Gefühl war, nicht mehr von 1200 Euro zu leben. Das heißt, Sie haben durch den Verzicht auch was daraus gelernt? Genau, also man sollte definitiv sein Geld wertschätzen, egal ob man dafür arbeiten geht oder nicht. Man sollte wirklich den Bezug dazu haben und darauf achten und einfach ein bisschen schauen, wie viel es ist und schauen, wofür man das ausgibt, definitiv. Ich finde, das ist ein großartiges Schlusswort und ich glaube, dem ist auch nichts mehr hinzuzufügen. Ich möchte mich bei der Runde bedanken. Es ist ein schwieriges Thema, es ist ein sehr kontroverses Thema und da steckt, glaube ich, auch für die Politik eine Menge Arbeit hin. Ich bedanke mich, Katja Kipping, Carsten Lindemann, dass Sie da waren. Lisa Ortges, Mulla Adivesi, vielen, vielen Dank. Danke ans Studio und ans Publikum und danke auch an Sie zu Hause, dass Sie mitgemacht haben. Vielen Dank auch nach Berlin, Sasa Zatata, und ich hoffe, dass es für Sie auch bald wieder aufwärts geht und dass Sie nicht nur Hoffnung haben, sondern dass Sie auch wirklich einen Grund haben für eine schöne Perspektive.